Also es gibt dieses besondere Gefühl, das man hat, wenn man an einem Ort ist, wo man die Atmosphäre kennt, die Orte kennt, sogar den Geruch wiedererkennt. Und dieses besondere Gefühl habe ich, wenn ich in Vorarlberg bin, also quasi Home. Und Home heißt Heimat. Und ich habe für dieses Album Werke gewählt, die für mich Heimat bedeuten, die ich mit Heimat verbinde und die mir sehr am Herzen liegen. Das heißt, für mich war ganz klar, in meinem ersten Album will ich Schuberts Musik spielen. Und diese Arpeggione-Sonate von Franz Schubert ist natürlich das Stück für uns Cellisten. Und von dahin begann quasi die Reise. Was kann man damit kombinieren? Was will ich damit kombinieren? Und welche anderen Komponisten bewirken das gleiche Gefühl bei mir? Als klar war, dass das Album mit Aaron aufgenommen werden wird, war für mich auch klar, dass ich diese zwei Stücke von Schumann aufnehmen will. Das sind nämlich die zwei Stücke, die ich mit Aaron am meisten gespielt habe. Und das Adagio in Allegro ist tatsächlich das Stück, das erste Stück, das wir je zusammen gespielt haben im Konzert. Und wir verbinden beide mit diesen zwei Stücken eine große Vergangenheit und hoffentlich auch große Zukunft. Ja, die zwei sind auch Werke, wo wir gegenseitig wirklich im Dialog stehen und uns auch jetzt in den vergangenen Tagen der Aufnahme wirklich gegenseitig animieren können und herausfordern können. Ich bin definitiv als Österreicher auch hier in Vorarlberg aufgewachsen und habe mich immer wohlgefühlt und immer zu Hause gefühlt hier. Aber es gab immer auch diese andere Seite, zu Hause und mit der Familie, die persische Seite. Die Möglichkeit zu haben, mit zwei verschiedenen Kulturen aufzuwachsen, war sicherlich eine Bereicherung. Und das war die Idee für mich, dass ich eine Komposition in Auftrag gebe an Reza Vali. Und er hat diese fantastischen Stücke geschrieben, die Persian Folk Songs. Und dann war und ist es mir immer ein großes Anliegen, nicht nur die großen quasi Stücke des Cello-Repertoires zu spielen, kennenzulernen und zu interpretieren, sondern auch zu versuchen, das Repertoire des Cellos zu erweitern, nach neuen Sachen zu suchen, die sowohl für mich eine Entdeckung werden, als auch hoffentlich für den Zuhörer.